Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, und schon wieder sind wir da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, heute Nacht wieder. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier live im Radio 1 Live oder im WDR Fernsehen 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Also, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Und der erste Anrufer heute Nacht, das ist Markus. Und Markus ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian, ja, 25 ist richtig. Hallo Marco, um was geht's? Bei mir geht es um Frauengeschichten. Aha. Und ich fange einfach mal von Anfang an. Ja. Vor 3 Jahren war es so, dass ich für einen Auslandsaufenthalt nach Spanien musste. Mhm. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt eine Freundin, mit der ich schon 3 Jahre zusammen war. Und es war auch alles gut zu diesem Zeitpunkt, als ich abgereist bin. Die hat mich auch dort 2-mal besucht. Ich habe auch noch den Flug bezahlt, so dumm ich jetzt im Nachhinein war. Und zu Weihnachten bin ich halt wiedergekommen nach Deutschland, überraschenderweise. Überraschenderweise? Und, überraschenderweise, genau. Es wusste, also meine Familie und auch sie wusste nichts davon. Ja. Es war eigentlich so geplant, dass ich das ganze halbe Jahr, beziehungsweise das ganze Semester dort bleiben werde, unten in Andalusien. Zum Studium. Genau, richtig. Mhm. Und sie hatte halt ihre eigene Wohnung zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und ich habe dann bei ihr angeklingelt und wollte sie halt überraschen. Mhm. Und dann kam halt der große Schock und sie sagte mir, dass ich jetzt halt nicht reinkommen könne, weil halt jemand Neues in ihrem Leben ist. Und da wart ihr aber 3 Jahre zusammen gewesen vorher. Bitte? Da wart ihr aber vorher 3 Jahre schon zusammen gewesen. Genau, ja. Genau, richtig. Das ist nicht schön, da will man eine Weihnachtsüberraschung machen und dann erfährt man, die liebe Freundin hat einen neuen. Genau, und sie hatte mich halt im November besucht, Ende November war es, und das hat sich dann irgendwie in den 3 bis 4 Wochen hier in Deutschland dann entwickelt. Mhm. Und ich war dann halt sozusagen der Gelackmeierte. Nun liegt diese Geschichte 3 Jahre zurück. Genau. Ja. Und heute rufst du mich an zum Thema Frauengeschichten. Ja, ich habe jetzt das Problem, seit diesem Vorfall irgendwie Probleme auf Frauen zuzugehen wieder enttäuscht zu werden. Aus der Angst, wieder enttäuscht zu werden. Genau. Also. Das heißt, in den letzten 3 Jahren hast du keine Beziehung. Keine Beziehung. Affären denn? Ja, man kann es Affären nennen. Mal was. Warst du verliebt in diesen 3 Jahren mal irgendwann? Nein, überhaupt gar nicht. Hättest du dich verlieben können, vielleicht in die eine oder andere Frau, aber du hast es nicht getan, weil du so vorsichtig bist? Es gab mal ein Mädchen, in das ich verliebt war, aber ich hatte halt Angst, sie als gute Freundin zu verlieren, wenn ich ihr das gestehen würde. Nochmal das klein. Ist auch mein weiteres Problem überhaupt. Also ja, dein weiteres Problem? Ja, das ist also jemanden, den ich als Freundin sozusagen habe, meine Liebe zu gestehen. Mhm. Also, diese nochmal einen kleinen Rückblick. Als du sie dann quasi mit dem Neuen erwischt hast, damals vor 3 Jahren, da war die Sache dann auch gegessen? Oder gab es da noch große, lange Auseinandersetzungen? Und es war nicht sofort gegessen, es gab noch Auseinandersetzungen. Und aber ihr seid nie wieder auch nicht kurzfristig zusammengekommen? Zusammengekommen nicht, nein. sie hat irgendwie noch ein bisschen mit mir gespielt, sozusagen. Ja. Sie war sich halt nicht sicher, ob es wirklich klappen würde mit ihm. Und das übliche Hin und Her. Ja, eben. Hast du vorher auch schon mal irgendeine sehr blöde Erfahrung mit einer Frau gemacht? Nein, nee. Das war die erste. Ja.
So, da will ich dir mal ganz offen sagen, du stellst dich auch ein bisschen sehr an. Ehrlich? Ja. Also, das ist eine üble Sache, die dir passiert ist. Und mein Mitgefühl auf deiner Seite. Völlig klar. Ja. Aber wegen einer Sache von diesem Stellenwert, die Konsequenz zu ziehen, sich aus Beziehungen und von Frauen fernzuhalten, weil man nun einmal mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, ist völliger Blödsinn. Ist auch ein bisschen feige, Markus. Ja. Weißt du, so, da kannst du dich immer hinter diesem Schmerz, kannst du dich jetzt auch dein ganzes Leben verstecken und kannst nichts riskieren. Und wenn du dich auf jemanden einlässt, musst du immer was riskieren. Das ist immer so. Ja. Da kann man hoch gewinnen und kann viel verlieren, wie du es auch erlebt hast. Ja. Aber jetzt generell so der ganzen Frauenwelt gegenüber skeptisch zu sein, nur weil eine da so einen Mist gebaut hat, finde ich Unsinn. Dein Schmerz in allen Ehren und eine ganze Weile kann man sich da auch die Wunden lecken, aber dann ist auch irgendwann mal gut. Also der Schmerz ist jetzt auch überhaupt nicht mehr da. Ja, aber du beschäftigst dich damit aber. Notgedrungen, also ich das fährt sich irgendwie doch auf mein Leben ab. Also auf Weil du es nicht loslässt, weil du es letztendlich noch nicht wirklich abgebucht hast als Teil deiner Vergangenheit. Aber das ist doch irgendwie schon krass, oder? Nach so vielen Jahren. Mensch, es gibt Leute, die tragen Geschichten 20, 30, 40 Jahre mit sich herum und sind versklavt von dem, was da mal passiert ist. Ja. Geh offen an Sachen ran, geh offen an die Frauen ran. Ja. Wenn du ansatzweise das Gefühl hast, dass du dich verliebst, dann geh richtig auf die Frau zu und lass dich reinfallen. Mhm. Nur so kannst du das auch überwinden. Ich sag dir, wenn du erstmal jetzt wieder eine neue Sache hast und das gut läuft, dann ist es wirklich überwunden. Im Moment hast du es immer noch, steckt das wie so ein Stachel in deinem Leib, diese ganze Geschichte. Ja. Ja? So. Ja, also ja, das Problem ist halt auch, dass wirklich, also wie gesagt, wenn ich wirklich gute Bekannte habe oder eine gute Freundin habe, du hast Angst, dich dadurch zu verlieren. Ja. Wenn ich jetzt wirklich sage, ja komm, könnt ihr da nicht vielleicht mehr laufen zwischen uns? Mensch Markus, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, dass es da ein bisschen mehr britzelt und dass da wirklich Schmetterlinge im Bauch sind, dann verdammt nochmal, schalt mal deinen Kopf aus und geh deinem Gefühl nach und berechne das nicht alles durch. Ja, wenn ich das mache, dann kann das vielleicht passieren, dann verliere ich das und hier. Alles Quatsch. Machen. Machen, riskieren und genießen. Okay. So, viel Glück. Ja. Tschüss, mein Lieber. Tschüss, Markus. Vielen Dank. Tschüss. Alles Gute. Danke dir auch. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr diese Nummer wählen. Das ist eine kostenfreie Nummer. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte schreibt euer Thema grob in die Mail rein. Nicht zu lang. Und vergesst auf jeden Fall nicht, eure Telefonnummer auch reinzuschreiben. Yvonne ist hier. Yvonne ist 33. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Yvonne. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Vergangenheitssachen, Vergewaltigung. Das betrifft dich? Ja, das betrifft mich. Ich habe sehr viel Scheiße erlebt und versuche halt irgendwie eine Lösung zu finden, weil ich schon alles Mögliche versucht habe und irgendwie keine Hilfe bekommen. Du sagst Vergangenheitsbewältigung, Vergewaltigung. Genau, weil ich irgendwie... Du bist vergewaltigt worden. Genau, Wie lange liegt das? Ich denke, dass ich ein Trauma habe. Wie lange liegt das zurück? Also mit 5 Jahren hat mein Opa mich angefasst und dann mit 10 Jahren der zweite Mann meiner Oma und mit 18 bin ich dann auch vergewaltigt worden. Also er liegt sexueller Missbrauch des Kindes vor? Genau. Du sagst mit 5 Jahren. Hast du da ganz, ganz klare Erinnerungen dran? Ja, das ist ja das Schlimme, dass ich das nicht vergessen kann und halt Albträume nachts habe. Mhm. Und nicht richtig durchschlafen kann nachts. Also kann mich nicht erinnern, wann ich mal richtig durchgeschlafen habe. Wie lange hat der Opa, der erste Mann, also der es getan hat, wie lange hat der das getan? Kannst du das noch einordnen? Entschuldigung. Kannst du das einordnen, so von der Zeit noch? Ist ja, so ungefähr bis ich 9 Jahre alt war. Weil ich musste jedes Wochenende halt bei meiner Oma immer übernachten. Und die hatten zwar zusammen gewohnt, nur er hatte sein eigenes Zimmer und musste halt immer mit einem Nachthemd und ohne Unterhose schlafen und dann hat er mich mal nachts in sein Bett geholt. Und das vergesse ich bis heute nicht. Kam es da so
Kam es da sogar zum Geschlechtsverkehr? Ja. Mit dem kleinen Mädchen? Ja. Der alte Mann, der Opa, mit dem kleinen neunjährigen Mädchen? Genau. Und ich denke mal, daran liegt es auch, warum ich keine Beziehung richtig führen kann. Warum ich auch so hyperaktiv bin und... Und dann wiederholte sich das mit dem zweiten Mann deiner Oma nochmal? Ja. Das ist ja unglaublich. War das so, das war halt das Schlimmste war, dass ich mit meiner Oma in einem Bett geschlafen habe und ich in der Mitte lag und der zweite Mann meiner Oma halt neben mir auch und werd nachts wach und da habe ich die Hand unten zwischen den Beinen. Also das war das Schlimmste für mich auch. Deswegen, und ich habe immer gedacht, das kann nicht sein. Ich war ja auch in der Klinik gewesen, habe einen Alkoholentzug gemacht und habe dann halt versucht, mit der Therapeutin zu sprechen und da kam nur von ihr der Spruch, vielleicht hätte ich ihn zu sehr gereizt als Kind. Ja, das ist natürlich völliger Hirnriss, ja. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist unglaublich, dass eine Therapeutin einem Menschen so etwas sagt. Dieser zweite Mann, dieser zweite Opa, lief das auch über mehrere Jahre? Ja, das war eigentlich nicht so lang wie mit meinem richtigen Opa, aber er hat halt auch das schön ausgenutzt, also muss ich zugeben. Da war ja auch mal eine Aktion gewesen mit meinem Opa damals, mit meinem richtigen, wo ich mit meiner Cousine auf so einer Feier war, da hatten wir irgendwie ein Familienfest und war dann, musste vor der Tür bei ihm stehen und meine Cousine war mit ihm im Zimmer. Ne, und sie hat dann immer Geld von ihm bekommen, dass sie den Mund hält und also ich war nicht die Einzige, mit der das gemacht hat. Ah ja. Hast du hinterher mit deinen Verwandten darüber nochmal gesprochen? Ja, ich habe meine Mutter darauf angesprochen und meine Mutter hat nur gesagt, man soll Tote ruhen lassen. Sie wollte da eigentlich nie drüber reden. Obwohl ich sie eigentlich am meisten da gebraucht hätte. Ne? Wann hast du deine Mutter angesprochen? Wie alt warst du? Nach dem Tod meines Opas habe ich sie angesprochen. Nach dem ersten Opa? Ja. Und als das dann mit dem zweiten auch wieder passierte, hast du es da... Der hat ja meine Halbschwester angefasst. Also. Und da bin ich dann ausgeflippt. Da habe ich dann den Mund aufgemacht. Ich habe ja lange geschwiegen. Aha, also der zweite Mann deiner Oma, der ist dann, dem hat man, da ist dann ein Riegel vorgeschoben worden. Da habe ich dann den Mund aufgemacht. Und was ist aus dem? Weil meine Tante damals mich gefragt hat, ob er es auch mit mir gemacht hat. Oder? Verstehe. Ist der angezeigt worden? Nee. Nee? Nee. Was ist es denn? Ich weiß nicht, aus welchem Grund die da nichts gemacht haben, aber da hat sich irgendwie, ich weiß auch nicht. Na, du warst ja auch noch Kind. Getraut. Ja, ja, aber nein, du warst das ja irgendwie als normal empfunden. Ne? Ich wusste ja gar nicht. Ja, nee, nur langsam, nicht, dass wir jetzt durcheinander kommen. Ist dieser Opa angezeigt worden? Nein. Nein, aber du hast den Mund aufgemacht und hast es gesagt. Ja, und da hat gar keiner was gemacht. Ich muss jetzt, tut mir leid, ich bin ein bisschen rappelig, weil das geht mir ziemlich nahe. Also verstehe. Ich die Möglichkeit verstehe. Hatte, wir müssen das diese Details. Ja, ich verstehe. Diese Details müssen wir hier auch gar nicht erörtern. Wichtig ist für mich zu wissen, dass da nie jemand angezeigt worden ist. Lass uns, wenn du es schaffst, vielleicht auch noch über den Vorfall sprechen, als du 18 warst. Ja, da habe ich eine Anzeige gemacht. Der hat mit einem Messer, also hat mir das Messer am Hals gehalten und hat mich dann in seine Wohnung gezerrt und hat mich dann vergewaltigt. Und wer war das? Bitte? Wer war das? Auch ein Verwandter? Nee, den habe ich in der Disco kennengelernt. Also ich komme ja aus Essen und der hat in Rüttenscheid hat mein bester Freund gewohnt und da haben wir das irgendwie mit dem Taxi so gemacht, weil ich kein Geld hatte, hat er gesagt, komm, dann nehme ich dich mit. Kam aus Bulgarien und dann habe ich gedacht, ja, dann spare ich mir wenigstens das Taxi, dann kann ich bei meinem besten Freund schlafen, ja, und dann ist es halt eskaliert. Aber er war nicht dein bester Freund? Nein, nicht er. Nein. Er hatte mir gesagt, er wohne in Rüttenscheid. Ah, ich verstehe. No. Dieser Mann, den hast du dann angezeigt? Ja, den habe ich dann vor Gericht gebracht. Ja. Ich hatte zwar unheimlich Angst, er hat auch vor Gericht permanent mit seiner Hand so den Hals sich gezeigt, so von wegen, er will mich dann umbringen, wenn er mich dann erwischt und ja. Zu was ist er verurteilt worden? Das habe ich nicht verarbeitet. Zu was ist er verurteilt? Das tut noch unheimlich weh. Ja. Zu was ist er verurteilt worden? Der hat nur ein Jahr oder was gekriegt. Also das ist ja das, was mich halt ärgert. Andere, die tun den Staat bescheißen und kriegen 10 Jahre und andere vergewaltigen Frauen und kriegen ein Jahr. Ja. So, da warst du 18. Heute bist du 30 Jahre alt. Ja. Du hast so üble Sachen in deiner Kindheit erlebt und dann, was für ein Unglück, dann auch nochmal, als du 18 Jahre alt warst. Es ist seitdem nichts passiert, gar nichts passiert an ärztlicher, psychologischer Unterstützung. Ich habe es ja versucht. Das Problem ist ja an der Sache, dass ich dann angefangen habe zu trinken. Und dann
habe ich von mir aus halt einen Entzug gemacht und halt mit der Psychologin. Und die hat ja dann gesagt, vielleicht bin ich ja selber schuld. Ne? Mhm. Ivan, ich bekomme gerade den Hinweis, dass sich die Fernsehzuschauer von 1 Festival auch dazu geschaltet haben. Ich möchte euch sehr herzlich auch begrüßen. Wir haben hier schon angefangen und ich unterhalte mich mit Yvonne. Und Yvonne hat von ihrem schlimmen Schicksal erzählt, dass sie als Kind von ihrem Großvater und dem Stief-Urgroßvater sexuell missbraucht wurde und dann mit 18 Jahren nochmal einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Du bist dann auch Alkoholikerin geworden, sagst du. Mhm. Wie sieht das heute aus? Bist du heute trocken, oder? Ich muss zugeben, ich habe 4 Monate es geschafft, trocken zu bleiben und dann habe ich wieder angefangen. Das heißt, du trinkst im Moment auch? Ja, aber nicht die harten Sachen. Also ich trinke halt Sankt Bier, ne? Mhm. Du hast diese Fälle zur Sprache gebracht während der Alkoholtherapie. Du hast aber nicht eine gezielte Therapie gemacht, um diese Dinge aufzugreifen, über die wir gerade gesprochen haben. Ich hatte ja den Entzug gemacht, war in einer Klinik gewesen, habe dann gesagt zu dem Arzt, ich möchte eine Langzeittherapie machen, um das auch psychisch zu verarbeiten. Das kommt ja von irgendwoher. Mhm. Man trinkt ja nicht einfach so ohne Grund. Mhm. Ich trinke ja, um zu vergessen, mhm, und nicht einfach aus Spaß. Mhm. Und dann haben sie zu mir halt, die Krankenkasse hat da nicht mitgespielt und die hat dann gesagt, das machen sie nicht. Da müsste ich dann erstmal zu den anonymen Alkoholikern und das habe ich dann auch probiert. Aber so richtig helfen konnten sie mir auch nicht. Mhm. Und das ist halt das, was ich nicht verstehe. Ich will Hilfe, ich will mich ändern, ich will ein neues Leben anfangen und keiner hilft mir. Da sind zwei, ja auch an, ne? Da sind zwei große Problemfelder. Das ist einmal die Alkoholsucht und einmal die schlimmen Geschehnisse der Vergangenheit. Und bisher gab es noch keine Institution, die beide Probleme gezielt zusammen angefasst hat bei dir. Mhm. Und man verschiebt es so hin und her. Ja gut, ich muss auch zugeben, ich habe mit 14 dann auch mal Drogen ausprobiert. Mhm. Na, also ich sag ja, ich habe mit 14 auch meine erste Wohnung gehabt, weil meine Mutter hat mich ja weggeschickt nach Irland. Die wollte mich nicht mehr haben, hat mich dann zu einer Pflegefamilie gegeben. Ich habe eigentlich nie erlebt, was es heißt, eine Familie zu haben oder zu lieben. Ne? Deswegen, das ist ja das. Lebst du heute alleine? Ja, ich bin jetzt wieder Single, ja, seit 3 Monaten. Ja, das heißt, du hattest schon mal auch eine Beziehung? Ja. Hast du ein Kind? Nein. Nein. Da tue ich mich vehement gegen wehren, weil ich glaube, ich keine gute Mutter wäre. Weil ich nicht denselben Fehler machen will wie meine Mutter. Die hat mich ja mit 15 gekriegt, das ist ja das Problem. Ich denke mal, deswegen ist es vielleicht so. So, vielleicht ist mir dasselbe heißt, passiert wie mir. Verstehe, ja. So, das heißt, von deiner Seite, das höre ich ja auch, sonst hättest du dich ja hier auch nicht gemeldet. Da ist ein ganz, ganz starker Wille, ich möchte Hilfe haben. Mhm. Und bisher hat mir keiner richtig konkret und gezielt geholfen. Ja, nur ich sag dir ganz ehrlich, ich denke mal, wenn ich so weitermache, dann kann ich mich eigentlich in 5 Jahren eigentlich begraben, weil ich hatte ja meinen Selbstmordversuch damals als Kind. Aber du willst Hilfe haben. Ich möchte es, ja. Und du möchtest auch den Versuch angehen, ein etwas besseres Leben zu finden und zu führen. Ja, ich möchte endlich wieder mal nachts durchschlafen. Mhm. Ich möchte eine normale Beziehung, möchte endlich wieder das Leben genießen und nicht jede Nacht 4-5 Mal wach werden und Albträume haben. Du hast gerade am Anfang das richtige Wort gesagt. Du hast gesagt, ich bin traumatisiert. Mhm. Das glaube ich auch. Und das ist auch ganz verständlich an dem, was du erzählt hast. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich irgendwie das Leben gar nicht so richtig mitbekomme, sondern dass das alles wie ein Film an mir vorbeigeht. Ne? So, und dafür gibt es natürlich ganz gezielte Therapien, gerade Menschen zu helfen, die so etwas erlebt haben, wie du es erlebt hast. Da möchte ich dich jetzt gerne im Hintergrund von meiner Psychologin weiter beraten lassen. Denn das ist jetzt ein Fachthema und da brauchst du jetzt Fachauskünfte. Und im Rahmen dessen, was wir hier leisten können, möchte ich dir sehr, sehr gerne und wollen wir dir sehr gerne helfen. Das wäre ganz lieb von dir, wenn du mir da helfen würdest. Ja, liebe Yvonne, dann legst du bitte auf und du wirst von uns zurückgerufen. Alles klar. Und ich wünsche dir von Herzen, dass wir dir ein bisschen was in die Hand geben können und dass daraus dann auch etwas für dich Gutes wird auf die Dauer. Also ich sage dir ganz ehrlich, das, was wir jetzt das Gespräch hatten, das ist das Wertvollste, was man überhaupt bekommen kann. Mehr wert als Geld. Und ich danke dir vielmals, dass du mir zugehört hast. Und ich danke dir vielmals für dein Vertrauen, denn ich glaube, dass es auch sehr schwierig ist, das alles so dann auch in der kurzen Zeit in einer Öffentlichkeit zu erzählen. Ja, aber wenn es nicht anders geht, dann muss man irgendwann was tun, ne? Ja, ja. Also, dann lasse ich dich jetzt auch mal wieder in Ruhe. Also, ich wünsche dir was. Nein, so darfst du es nicht sehen. Liebe Yvonne, du legst auf und wir rufen dich gleich zurück. Dankeschön. Alles Tschüss. Liebe, alles Gute. Tschüss. Danke.
Herzlich willkommen, sage ich zu Gabriele, 52 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Gabriele. Was ist dein Thema? Mein Thema, Domian, ist, ich habe letztes Jahr schon mal angerufen, was ich machen kann. Mein Lebensgefährte war demenzkrank und hat mich sehr oft geschlagen. Und man hat mir immer geraten, trenn dich von ihm. Ich war 24 Jahre verlobt mit ihm. Und er ist aber leider am 22. Dezember verstorben. Und ich komme noch nicht über seinen Tod hinweg. Am 22. Dezember vorigen Jahres? Ja. Mhm. Und er wollte nie verbrannt werden. Und ich konnte mich noch nicht mal verabschieden. Den Tag, wo ich ihn ins Krankenhaus gebracht hatte, habe ich gesagt, dir geht's doch nicht gut, Christoph. Sag ich, bitte geh doch ins Krankenhaus, schon wieder ins Krankenhaus. Da habe ich gesagt, ja, Christoph, ich möchte mit dir ein glückliches, schönes Weihnachtsfest verbringen. Mhm. Ja. Und an dem gleichen Abend ist er verstorben. Ich fand das sehr, sehr traurig. Ich habe dem Krankenhaus gesagt, wenn was ist, möchten Sie mich anrufen. Und die haben dich nicht angerufen? Haben mich nicht angerufen, den Vater angerufen. Und da ist er nach Osnabrück hingekommen, ins Kreatorium zum Verbrennen. Wie, so schnell alles? Ja. Das heißt, du konntest dich gar nicht mehr von ihm, nein, auch als verstorbenen Menschen verabschieden? Nein. Du hast ihn nicht mehr gesehen? Nein. Und er wollte gar nicht verbrannt werden? Nein. Und er hat das immer den Eltern gesagt, findet er sehr, sehr traurig. Und ich habe dann endlich am 24. Dezember morgens jemanden vom Kreatorium erreicht. Und die sagten zu mir, leider Viertelstunde zu spät, sonst hätte ich ihn zurückgeschickt. Ihr wart so viele Jahre verlobt, sagst du. Ja. Warum wart wir ihr nicht verheiratet? Wir wollten mal verheiraten, aber ich merkte immer, mit seiner Demenz, er hat mich sechs Telefone an meinem Kopf kaputt gemacht. Was hat er, ich nicht verstanden, was hat er im Kopf kaputt gemacht? Am Telefonapparat. Ja. Er hat mir zwei Handgelenke gebrochen, aber ich habe immer ihn immer verziehen. Ich habe gesagt, dass er hat dir zwei Handgelenke gebrochen? Ja, umgedreht und ich habe 90% die Osteoporose bei mir im Rechen, die ganzen Knochen. Hm. Wie lange, Gabriele, wie lange hat dein Lebensgefährte, wie alt ist er übrigens geworden? 62. Wie lange hat dein Lebensgefährte an Demenz gelitten? 2,5 Jahre. Hm. Und das kam wahrscheinlich so schleichend. Schleichend. Hm. Und ganz zum Schluss hat er dich aber schon noch erkannt, wie du gerade... Er hat mich schon erkannt, er stand vor mir, da sagt er, ich habe schon wieder Böses gemacht. Also, ach, sag ich, Christoph, vergess es. Ich verzeih dir, er hatte ja mein Handgelenk gebrochen gehabt. Mhm. Ja, und dann also ihm war das zwischendurch immer wieder mal klar, ja, was er macht, und dann umso bestürzter, ja, war er über sich selbst. Ja. Mhm. Jetzt sag mir doch nochmal, das habe ich gar nicht richtig verstanden, warum ihr nicht schon vorher geheiratet habt. Weil ich nicht früher geheiratet hatte. Er hatte früher auch Alkoholprobleme und ich war damals verheiratet mit einem Schotten, da war ich 6 Jahre verheiratet und der ist an Leberzirrhose verstorben und ich hatte Angst, wieder eben eine neue Heirat. Hm. Und ich habe gesagt, okay, im Mai, die ganzen Papiere lagen da, auch am Standesamt. Ich habe gesagt, okay, im Mai heiraten wir. Letztes Jahr? Ja. Hm. Und dann habe ich ihm gesagt, dachte nur, wir sind ja noch gar nicht verheiratet. Da habe ich gesagt, ja, dann machen wir das dieses Jahr, ja, an meinem Geburtstag am 9. April. Hm. Ja, es war sehr, sehr traurig. Und das wollte er dann nicht mehr? Er wollte heiraten, ja. Ach so, ihr wolltet das dieses Jahr heiraten, 2008. 2008, aber erst wollten wir letztes Jahr und da haben sie ihn eingewiesen in eine Psychiatrie. Mhm. Ja, und dann habe ich rausbekommen,
Da kam ich durch Zufall und da sagte der Sozialpädagoge, sagte nur, ja, unterschreiben Sie es mal. Da habe ich gesagt, was soll er denn unterschreiben? Und da sagte er nur, nein, ich frage erst mal meine Verlobte. Und da habe ich gesagt, du unterschreibst nichts. Er sollte in ein Altenpflegeheim. Ich habe gesagt, solange es in meiner Kraft steht, ich bin Altenpflegerin vom Beruf. Ach so, das bist du sogar. Da habe ich gesagt, nein, kommt er mir nicht da rein. Sicher wäre es klüger gewesen, wenn ihr früher geheiratet hättet, dann hättest du viel mehr Rechte gehabt und du hättest alles arrangieren können. Ja, eben. Aber nun ist es so gewesen, wie es nun war. Und ja, und es geht keiner zu seinem Urnengrab hin, er hat ein Urnengrab, geht kein Mensch hin. Im Gegenteil, ich habe gehört, dass der Vater sogar, ich habe ihm zu Weihnachten einen schönen Engel, er wurde am zweiten Weihnachtstag da per Urnengrab beerdigt und da ich habe ihnen einen schönen großen Engel, den habe ich selbst geschenkt bekommen, aufs Grab gestellt mit einer schönen Blumenschale und der Vater hat den Engel weggenommen und rausgenommen. Das heißt, da herrscht ein großer Unfrieden zwischen der Familie und dir. Ja. Das war schon immer so. Ja. Das war schon immer so. Ja, das ich war gut genug zu den Eltern, wie er noch lebte. Ich habe für die Eltern mitgekocht, ich habe die Eltern mitversorgt, weil die sind 85 und 88. Mhm. Ich habe alles gemacht, was in meiner Macht stand. So, jetzt geht aber keiner von denen zum Grab? Nein. Und wenn du zum Grab gehst und was hinstellst, besteht die Gefahr, dass es dann doch, dass dann doch mal jemand kommt und es wegtut. Ja, und ich habe was gemacht, was ich normal nicht sagen darf, aber ich habe einen Cousin, der ist bei der Kripo und dem habe ich gesagt, sag ich nur, dauernd werden mir die Blumenvasen geklaut und die Schalen geklaut und er hat zu mir gesagt, so, jetzt nimmt es ein Ende, du hast auch nicht so viel Geld. Er hat es präpariert. Nee, und jetzt, seitdem ist nichts mehr weg. Weißt du, Gabriel, ich würde mich damit jetzt auch gar nicht so sehr belasten. Es ist schlimm genug, dass dein geliebter Mann tot ist. Ja. Und die Erinnerung ist ja sowieso im Herzen und nicht hauptsächlich in dem Stück Erde, in dem Grab. Nee. Und die Ärzte, die haben mir alle bescheinigt, ich habe getan, was ich tun konnte. Ich war, wie er im Krankenhaus war, von morgens um 9:30 bis abends um 8:20 Uhr war ich bei ihm. Hat er sich gewünscht und ich habe es auch gemacht. So, das ist zum Beispiel wichtig, wenn man so eine schlimme Zeit hinter sich hat, dass man sagen kann, dass man für sich sagen kann, ich habe das getan, was ich tun konnte. Ja, und alle Ärzte haben, ich habe die ganzen Bescheinigungen von den Ärzten, ich könnte kein böses Gewissen haben. Ich habe alles gemacht, was ich für den Mann tue. Und das finde ich schon mal sehr, sehr, sehr wichtig. Und deshalb viele sagen auch, such dir doch einen neuen Mann. Nein, ich kann das nicht. Finde ich auch jetzt ein komischer Ratschlag. Es ist nicht mal ein Jahr her. Und dass du in tiefer Trauer bist und verzweifelt bist, finde ich alles noch normal. Ich finde nur, dass du Dinge von dir fernhalten solltest, die dich zusätzlich Kraft kosten, beispielsweise dieser Streiter um das Grab. Gott, dann ist dann halt nichts auf dem Grab drauf. Dann kannst du auch, wenn du zum Grab gehst, Zwiesprache mit deinem Freund halten und es reicht auch aus. Ich würde mich da gar nicht weiter reinknien. Es geht jetzt darum, dass du mit deiner Trauer einigermaßen zurechtkommst. Ja, und der Hausarzt besucht das Grab auch und der sagt mir immer, mein Gott, nein, was machen Sie das Urnengrab immer schön? Ich fahre jede Woche hin und stelle ihn da Lichter hin und der sagt auch, mein Gott, haben Sie das immer schön geschmückt. Okay, und im Moment ist es ja auch gut und man lässt es auch in Ruhe. Ja. Ja, okay. So. Im Moment, weil es eben von der Polizei präpariert worden ist, wenn sie was klauen, dann haben sie schwarze Hände und die kriegen sie nicht weg, bevor die Polizei das wegmacht. Aber du verstehst, wie ich das meine, ne? Dass du dich nicht zu sehr konzentrieren sollst auf diese Geschichte da mit dem Grab. Ja, aber ich habe nachts Albträume. Ich habe nur einen kleinen Hund, den habe ich übernommen von ihm. Mit dem gehe ich nachts noch um 4 Uhr spazieren und 7 Uhr bin ich hellwach. Ich habe Albträume. Das ist aber auch normal, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, dass man vollkommen durcheinander ist. Ja.
Aber weißt du, was man sich versuchen muss in dieser Trauer, finde ich, so schwer das auch fällt, dagegen zu halten. Dagegen zu halten ist das, was ich gerade sagte, dass du alles Menschenmögliche getan hast. Das ist wichtig. Wichtig ist, dass er dann in der allerletzten Phase auch keine schwere Leidenszeit mehr hatte, dass er dann doch sehr schnell im Krankenhaus eingeschlafen ist. Das ist wichtig. Und ich finde das auch sehr traurig. Die Ärzte wollten mir nicht sagen, woran er gestorben ist. Das finde ich sehr, sehr traurig. Und was noch hinzukommt, weil er hat hier sehr viel randaliert in der Wohnung. Und ich habe die Kündigung deswegen, weil er so viel randaliert hatte, habe ich schon letztes Jahr bekommen, haben sie jetzt aufgeschoben bis zum 31. Oktober. Da muss ich die Wohnung hier verlassen. Das auch noch? Ja, es kommt alles noch auf mich hinzu und ich habe keinerlei Hilfe. Es gibt keinen Menschen, mit dem du reden kannst? Nein. Niemand? Es gibt keine Kinder? Mein Sohn, der ist selbst schwer herzkrank und der Arzt hat jetzt auch festgestellt, ich habe einen dritten schleichenden Herzinfarkt. Er hat gesagt, Sie wissen ja, was es heißt, wenn Sie einen vierten kriegen. Ich bin total immer fertig. Ich gehe auf die Straße und heule. Ich habe gerade den Eindruck gehabt, als ich dir so aufzählte, was man dem traurigen Gefühl so entgegenhalten sollte, ja, dass du gar nicht so da ganz dabei warst. Du hast mir gleich wieder was erzählt, was auch noch traurig ist, nämlich, dass man dir nicht die Todesursache gesagt hat. Da hast du völlig recht. Aber ich glaube, es muss irgendeinen Weg gefunden werden, dass du ein wenig von der Trauer weggehen kannst. Ich habe den Eindruck, dass du immer weiter reingehst und reingehst und reingehst und ganz aufgesogen wirst von der Trauer, runtergezogen wirst und darin zu ertrinken drohst. Und das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Das würde dein Freund nicht wollen. Nein, ich weiß es. Ich sage so oft, Christoph, bitte, bitte helf mir. Und in vielen Sachen habe ich manchmal das Gefühl, der hilft mir. Zum Beispiel die Waschmaschine war verstopft. Da habe ich mich hingekniet und habe das Sieb sauber gemacht. Ach, sei Gott sei Dank, Christoph, hast du mir geholfen. Nee, und... In diesem Sinne, und ich kenne eine Bekannte, die hat auch einen Freund verloren, mit dem war sie 15 Jahre zusammen. Ja, mittlerweile lebt sie mit einem Partner zusammen und sie sagt, siehst du, ich lebe jetzt für mein Leben und du musst auch so leben. Und da habe ich gesagt, ich kann das nicht. Nein, das kannst du auch noch nicht. Und dieser Ratschlag, mein Herz sagt nein. Ja, der Ratschlag ist vielleicht sehr nett gemeint von der Bekannten, aber so weit bist du noch nicht. Nein, ich bin noch nicht so weit. Ich finde, dass du eine Trauertherapie machen solltest. Dass du eine Beratung, eine Therapie dich darauf einlassen solltest, wo es gezielt um Trauerbewältigung geht. Vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass du auch so niemanden hast, mit dem du dich wirklich austauschen kannst. Ich möchte gerne, dass wir im Hintergrund jetzt suchen und ich hoffe, dass wir etwas für dich finden. Einen Ansprechpartner in deiner Umgebung in Richtung Trauerhilfe und Trauertherapie. Ach, danke schön, Tomiat. Ich sehe jede Nacht deine Sendung. Ich wünsche dir so sehr von Herzen, dass wir dir helfen können. Ach, das wäre lieb. Und versuch einfach nur so für dich auch nochmal vielleicht die Überzeugung hinzubekommen, dass das Trauern richtig ist. Aber das Trauern darf dich nicht töten. Ja, aber was ich auch mache, ich habe ihm ein schönes Kreuz und drüber sein Bild und ich mache immer eine Kerze an. Ja, das finde ich auch sehr schön. Das finde ich sehr richtig. Ich kann ihn nicht vergessen. Die haben mir immer alle gesagt, trenn dich, der schlägt dich doch noch kaputt. Und auch die Apotheke und auch die Krankenkasse hat nur gesagt, es ist nur eine tickende Zeitbombe, da liegst du tot da. Da habe ich gesagt, nein. Du hast ihn geliebt. Du hast ihn geliebt und bist in seinen schweren Zeiten bei ihm geblieben. Ja. Und das rechne ich dir hoch an und das wird er dir, wo immer er auch sein mag, auch im höchsten Maße anrechnen, Gabriele. Aber er will nicht, dass du vor die Hunde gehst. Nee, und davor habe ich Angst. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Und dann wirst du von uns gleich zurückgerufen, von meiner Psychologin. Dankeschön. Von Herzen alles Gute. Ja, dankeschön, Tobias. Tschüss. Tschüss.
0800 220 50 50. So erreicht ihr uns, kostenfreie Nummer, oder ihr mailt domian@wdr.de. So, jetzt geht's weiter mit dem René. René ist 34, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, René. Bei mir geht es um das Thema Schüchternheit. Bist du schüchtern? Mhm. Klingt im ersten Moment gar nicht so. Ja, doch, nee. Ich habe zwar eine markante tiefe Stimme, aber ist es wirklich so? Erzähl mal ein bisschen, wo und wann und wie du so schüchtern bist. Ja, ich habe also mehrere schlechte Erfahrungen hinter mir. Mit wem? Ich habe eine Frau kennengelernt und die ist ja nach einer gewissen Zeit ist sie dann fremdgegangen. Mhm. Und ja, da komme ich heute noch nicht los. Wie lange liegt das zurück? Das liegt schon 10 Jahre zurück. 10 Jahre? Ja. Die ist damals, wie lange wart ihr da ein Paar, als sie fremdgegangen ist? Ungefähr, ja, 4 Monate. 4 Monate. Ungefähr. So, und dann war die Sache vorbei. Und dann war sie vorbei, ja. So, weil das Ganze liegt 10 Jahre zurück. Da warst du 24, heute bist du 34. Richtig. Gab's und ich hatte auch erst einmal Sex in meinem Leben. Ach so. Mit dieser besagten Frau einmal? Nee. Mit ihr und mit noch einer. War das danach oder vor der Frau? Das war einmal davor und dann mit ihr. Ach so. Und das heißt also seit langer Zeit, also für 10 Jahren hast du keinen Sex mehr gehabt? Richtig. Mhm. Genau. Warum? Du bist schüchtern, sagst du was? Erklärst du dir das? Es ist halt so, wenn ich enttäuscht wäre, was ich ja geworden bin, dann traut man sich auch nichts mehr an eine Frau ran, weil ich mir denke, einfach, ja, es könnte mir wieder passieren. Einfach. Könnte auch, ja, klar. Ja. Das ist ja ein ähnlicher Fall wie der erste Anrufer heute. Mhm. Richtig, ich habe die Sendung bisher mitverfolgt. Ja. Da würde ich jetzt zu dir sagen, René, du lieber Himmel, was ist passiert? Was im Himmel ist passiert? Du hattest eine Affäre, die mal eben 4 Monate dauerte und die ist dir fremdgegangen. Mhm. Da würde ich sagen, blöd gelaufen und nach einer gewissen Zeit schwamm drüber. Ja, richtig, aber... Aber da zieht man sich doch nicht 10 Jahre zurück danach. Ja, und ich meine, das sagen die Kollegen auch, ja. Aber ich bin halt so ein Mensch, ich bin auch ziemlich sensibel. Ja. Erzähl mal ein bisschen so von deinem Leben. Was machst du beruflich? Ich möchte es jetzt mal so sagen. Weil ich bin im Außendienst beschäftigt. Im Außendienst. Mhm. Lebst allein oder noch zu Hause oder mit Freunden in der WG oder? Nee. Ich lebe allein. Hast alleine eine Wohnung. Hast du einen festen Freundeskreis? Du hast gerade so eine Andeutung gemacht. Nee, eher weniger. Ja. Ja, also bin da ein bisschen einzeln. Und was machst du so in deiner freien Zeit? In meiner freien Zeit? Ich gehe am Wochenende auch selten weg. Du gehst selten weg, aber was machst du denn dann, wenn du nicht weggehst? Nur noch Fernsehen gucken. Kein guter Plan, ne? Auf Dauer. Ja, richtig, ne, klar. Hast du Hobbys? Weniger. Weniger heißt gar keine oder eins? Nee, ich sammle Münzen. Das ist auch gerade nicht so ein kommunikativer Job, ne? Ja, das ist richtig. Mhm. Also Sport, gar nichts, irgendwie so, wo man irgendwas in Gruppen macht, gar nichts. Nee, kein Bock drauf. Überhaupt nicht, nee. Weil halt eben immer diese Enttäuschung da ist. Mensch, René, hör auf. Jetzt schieb nicht für alles, was du nicht tust, diese alberne Enttäuschung vor, die dir vor 10 Jahren passiert ist. Das ist keine Rechtfertigung dafür, dass du nicht abends ausgehst. Hör mir auf. Mhm. Also das ist Unsinn. Mhm. Weißt du, wenn ein Gewaltverbrechen passiert wäre mit schrecklichsten Folgen, dann könnte ich ein Verständnis dafür haben. Aber jetzt zu sagen, ich gehe am Sonntag nicht aus, weil mir damals vor 10 Jahren mal eine Frau fremdgegangen ist. Du lieber Himmel. Nee, ich habe mich ja dann auch so reingesteigert, dass ich ins Krankenhaus gekommen bin und hatte fast 41 Fieber. Ja, damals? Damals, mhm. Ja. Und das war da nicht so schön, ne? Mhm. Mhm.
Wie siehst du aus? Wie würdest du dich selbst so bezeichnen, wenn du dich im Spiegel anguckst? Also ich bin 1,80 Meter bin ich groß. Ja. Schlank. Ja. Blaue Augen. Gute Stimme. Gute Stimme, richtig. Und ja, braune Haare. Also über dem Durchschnitt. Ja, das muss eine Frau immer selber beurteilen. Okay, aber klingt schon mal ganz gut. Ja, das ist richtig. Das ist, du bist nicht jemand, vor dem die Frauen weglaufen, sondern wo man auch mal hinguckt. Nee, und hab noch eine Brille. Na gut. Aber davon kriegt er die meisten Frauen auch ab. Ne? Ja gut, da gibt es ja Kontaktlinsen, aber man kann sich auch eine schicke Brille kaufen. Ich wollte mir neulich mal Kontaktlinsen reinmachen beim Augenoptiker und ja? Die Kontaktlinsen sind nicht meine Welt. Ja, okay, es geht auch mit schönen Brillen. Also daran sollte es, glaube ich, nicht liegen. Das Problem liegt tiefer. Das liegt nicht, es liegt nicht am Äußeren und schon gar nicht an der Brille. Mhm. Ich geh auch nicht in den Puff oder irgendwo rein, weil ich einfach denke, wenn ich da jetzt mit einer schlafen würde, ich würde mich verlieben. Und aus dem Grund sage ich, nee, da gebe ich mein Geld anders aus. Ne? Ja. Für was gibst du dein Geld aus? Für Klamotten. Ja, ach so, das schon. Also schicke das Sachen, schon, ja. Schicke Sachen hast du. Also aufs Körperliche ist auch schon, da liege ich schon drauf. Ja. Nur wenn du nie ausgehst, wann trägst du die schicken Klamotten? Ja, zum Dienst. Zum Dienst, achso. Wenn ich im Außendienst bin. Achso, verstehe, da muss man gut aussehen. Ja. Richtig. Und da lege ich aber Wert drauf. Was aber nicht heißt, wenn ich in einer Beziehung wäre, dass ich dann keinen Wert auf mich legen würde. Ne? Also Körperpflege und so ist schon alles absolut Thema und angesagt. Ja, ich tue mich auch jeden zweiten Tag rasieren, also von der Seite her. Fischgräten habe ich nie im Gesicht. Ja. würdest du sagen, dass du schon unglücklich bist? Ja, bin ich schon. Was machst du mit deiner Sexualität, die sich aufstaut? Also gehst du nicht zur Prostituierten? Nee, gehe ich nicht, nee. Lebst du deine Sexualität zumindest mit dir selbst aus? Sprich, befriedigst du dich selbst? Ja, das mache ich ab und zu mal, ja. Aber auch nicht mit so großer Freude, oder? Nee, weil es halt nicht das Bade ist, ne? Es ist halt mit einer Frau schon schön, ne? Ja, schon. Keine Frage. Aber es ist viel schöner, es alleine zu machen, als es gar nicht zu machen. Nee, ich finde es irgendwo wie auch als Ekel dann. Bitte? Ich finde das dann irgendwo auch als Ekel. Als Ekel, dich selbst zu befriedigen? Mhm. Warum? Nee, ich kann mich dann nicht so gehen lassen. Warum? Versuch mal zu erklären. Weil wenn ich mich streichel, nee, das kommt wahrscheinlich wieder von dem her, ja, weil ich da einfach enttäuscht wurde. Und dann kann ich mich auch nicht so selbst akzeptieren. Hast du denn vorher, bevor du diese Frau kennengelernt hast, da warst du nun auch schon 24, hast du dich ja auch nicht und selten oder kaum selbst befriedigt? Ja, da schon, aber das hat halt immer mehr nachgelassen mit der Zeit. Achso, das heißt, diese immer weniger werdende Selbstbefriedigung hat auch mit dieser Enttäuschung zu tun. Mhm, richtig. Das heißt also, alles, was irgendwie schief läuft in deinem Leben, das begründest du mit diesem einen Vorfall. Mhm, richtig. Ich meine, ich bin halt beruflich, bin ich erfolgreich und das ist das Einzige, was zählt zurzeit. Mhm. Weißt du, René, dass man sich vor solchen, hinter solchen Misserfolgen auch wunderbar verstecken kann sein ganzes Leben? Dass die immer für alles herhalten müssen? Da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken drüber gemacht. So erscheint es mir gerade. Mhm. Ich habe vorhin auch schon zu dem Markus gesagt, dass es auch eine Frage des Mutes ist, mir irgendwann zu sagen, ich sag mal, aus dem Dunstkreis der Vergangenheit auszutreten und zu sagen, okay, komm, ich bin verletzt worden, wir alle werden immer wieder verletzt, manche schlimmer, manche weniger schlimm, aber nun gucke ich nach vorne. Es ging mir halt ziemlich nahe. Das verstehe ich. Mhm. Aber es ist dir nicht nur nahe gegangen, es ist ja dein Leben im Moment seit 10 Jahren. Ja, ist bestimmt das Leben, richtig. Mhm. Es bestimmt das Leben ja fast absolut, kann man sagen. Und das ist
das hat schon krankhafte Züge. Mhm. Und da muss dringend was passieren. Ich wusste halt immer nicht, wie ich das anpacken soll. Mhm. Ich glaube, wie du mir das alles jetzt geschildert hast, dass du das alleine gar nicht mehr, dass du aus diesem Teufelskreis gar nicht mehr rauskommst. Ich glaube, dass du von draußen professionelle Unterstützung brauchst. So wie du mich angerufen hast, müsstest du auch die Initiative ergreifen und dich zu einem Therapeuten begeben. Mhm. Wärst du zu sowas bereit? Ja, schon. Glaube ich auch. Wenn du nämlich hier schon anrufst, mit dem Hintergrund, dich so schüchtern zu finden und fühlen, ist da ja auch schon ein Wille zu sehen, dass du was verändern möchtest. Mhm. Also alles, was positiv ist in meinem Leben, das möchte ich dann schon anfangen, ne? Mhm. Weil sonst ist man ja auch nicht offen für die Beziehung. Ja, und es ist noch viel zu retten, es ist viel zu machen. Du bist ja erst 34. Richtig. Ist es schon schlimm genug, dass du die letzten 10 Jahre vertan hast, indem du an diese, ich sag jetzt mal ganz, ganz böse und ganz despektierlich, dass du 10 Jahre an diese Bratze gedacht hast, die dir das angetan hat. Das ist die gar nicht wert. Die ist es nicht wert, dass die dein Leben so lange bestimmt, regiert und somit zerstört. Ja, richtig. Ne? Ich bin halt auf der einen Seite auch nicht nachtragend, aber ich denke halt ziemlich viel daran an damals. Leben deine Eltern noch? Meine Eltern wohnen noch, ja. Nur ich lebe jetzt woanders da. Ich möchte jetzt so, ja. Ich bin, meine Eltern wohnen. Nee, du brauchst gar nicht sagen, wo die wohnen. Also ja, du lebst okay. Nicht bei denen, deine Eltern leben noch, aber du wohnst natürlich nicht bei denen, du hast eine eigene Wohnung. Ja. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern? Das Verhältnis zu meinen Eltern ist relativ gut. Ja. Was sagen die denn so zu dir? Die kriegen das auch mit, dass du so zurückgezogen lebst und... Ja, sie sagen halt, gut, wenn die nächste richtige kommt, dann soll ich mich halt auch mal fallen lassen. So. Ja. Hast du einen allerbesten Freund? Jetzt bin er im Aufbau, ja. Ah ja, also jemand, mit dem du auch all diese Sachen so besprechen kannst. Ja, richtig, der bekommt es auch mit. Ja, wo hast du den kennengelernt? Durch die Arbeit. Ah ja. Also, es passiert schon ein bisschen was, finde ich, inklusive der Anruf hier heute Nacht, René. Aber es muss mehr passieren. Was du machen könntest, an wen du dich wendest oder welche Form der Therapie vielleicht für dich gut wäre, darüber würden wir dich jetzt gerne im Hintergrund beraten, fachkundig beraten. Geh es an. Ich sag, du hast überhaupt nichts zu verlieren. Du hast null was zu verlieren. Alles, was du jetzt tun kannst, auch in Richtung Psychotherapie und so, kann dir nur nutzen. Wenn du merkst, du hast nach einer Weile keinen Bock mehr auf den Therapeuten oder es funktioniert nicht, gehst du halt wieder. Aber du hast es ausprobiert. Probier es aus. Ich war halt auch schon mal beim Therapeuten wegen einer anderen Geschichte und ich hatte eher immer den Eindruck, dass mich so die Therapeuten nicht wahrnehmen. Und deswegen bin ich auch nicht mehr hingegangen. Ja, hast du vielleicht Pech gehabt, oder? Du hast auch dir dieses eingeredet, um einen Grund zu haben, da nicht wieder hinzugehen. Nee, eher weniger, weil ich das ja bis jetzt 3 bis 4 Mal ausprobiert habe. Immer bei verschiedenen Therapeuten gewesen. Ah, also da gibt es schon Ansätze. Ja, richtig. Okay, dann kannst du genau dieses auch noch mit meiner Psychologin besprechen, damit die das weiß. Und ihr könnt dann gemeinsam mal beraten, was für eine Form vielleicht, welche Form der Therapie wichtig und richtig für dich wäre. Aber ich sag mal, wenn sich heute Nacht eine Frau sagt, Mensch, den René möchte ich kennenlernen, vielleicht dasselbe auch schüchtern ist, würde ich natürlich auch nicht nein sagen. Gut, ich ernenne dich jetzt mal zu unserem Ausnahmefall. Ich mag das ja nicht, hier Kontaktbörse zu spielen, aber in dem Fall... Ach so, Entschuldigung, das wusste ich jetzt nicht. Nein, aber in dem Fall mache ich mal eine Ausnahme. Ausnahmen kommen immer wieder mal vor. Sag mal, in welcher Gegend du wohnst ungefähr? Im Schwarzwald. Im schönen Schwarzwald. Im schönen Schwarzwald, ja. So, René, du legst auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Mhm. Tschüss. Du magst eine super Sendung. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist als nächste Anruferin die Verena. Die Verena ist 17. Hallo, Verena. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema, Verena? Eine Mischung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Oh, eine Mischung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ja, genau. Ich habe nämlich ziemliche Probleme mit meiner Familie. Ja.
Die behandelt mich nicht so wie jetzt irgendwie normal. Also mein Vater ist ein bisschen medikamentensüchtig, war mal drogensüchtig und lebt in seiner eigenen Welt, hat auch Epilepsie gehabt. Mhm. Und ich bin damit groß geworden, auch nach der Scheidung von meinen Eltern, und hat mich ziemlich runtergemacht. Einzelkind? Ja, Einzelkind. Scheidung der Eltern, wie alt warst du, als die Eltern geschieden wurden? Weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube 11 oder 12. Und bist dann bei deinem Vater oder bei der Mutter geblieben? Bei meiner Mutter, weil mir meine Großeltern irgendwie eine Gehirnwäsche unterzogen haben. Die haben mir dann gesagt, dass mein Vater ganz schlecht geht. Mhm. Wenn ich jetzt auch gehen würde, wäre er halt total am Ende. Und also bin ich geblieben und habe versucht, ihn ein bisschen aufzubauen. Achso, du bist dann doch bei dem Vater geblieben? Genau. Ah ja. 3 Jahre lang. Und da konnte ich eigentlich nie richtig lange schlafen oder sowas, weil dann mitten in der Nacht um 2 Uhr immer der Notarzt kommen musste, weil er einen epileptischen Anfall hatte. Mhm. Da habe ich auch ein ziemliches kleines Trauma abgekriegt. Das glaube ich, da warst du ja auch noch relativ jung. Mhm. Da hat er auch ziemlich arg geblutet, manchmal sich aufgeschlagen. Und wie viele Jahre hast du dann bei deinem Vater gelebt? 3 lange Jahre. 3 Jahre lang und bist jetzt bei der Mutter? Jetzt bin ich zu meiner Mutter gegangen, weil ich dann irgendwann nicht mehr konnte. Ich war psychisch fertig und ich habe mich nicht mehr an die Nummer vom Notarzt erinnert. Wie geht's deinem Vater denn zurzeit? Das weiß ich nicht. Er hatte einen Unfall vor kurzem, aber das ist auch das Einzige, was ich weiß. Seitdem hat er keinen Führerschein mehr. Und du hast aber auch keinen Bock mehr, dich da zu melden bei ihm oder ihn mal zu besuchen? Doch, ich bin ihm sehr lange hinterhergekrochen, habe geklingelt, bin stundenlang vor der Tür gesessen, aber vor kurzem hat er mir dann gesagt, dass ich ihm egal bin. Oh. Dazu kam halt eben, dass er in diesen 3 Jahren seine Oma, seine Mutter immer da war, und die hat mich dann auch geschlagen und als Parasit beschimpft, weil ich halt mütterlicherseits Italienerin bin. Und die hat mich auch ziemlich fertig gemacht, auch wenn mein Vater im Nebenzimmer war, und der hat mir dann auch nicht geholfen. Ja. Also schlimme Zeiten liegen da hinter dir. Ja, schon so ziemlich. Also finde ich schon schlimm, wenn der Vater, der eigene Vater sagt, du interessierst mich nicht mehr. Mhm. Geht es dir denn? Ich also nur bei mir, wenn er es irgendwie von Mutter halt. Wenn er da erwittert, dass er weniger zahlen muss. Sonst gar nicht mehr. Das heißt, du bist jetzt auch so verletzt und hast für dich entschieden, auch erstmal auf Distanz zu gehen. Ja, nicht nur erstmal. Also ich habe jetzt nicht vor, mich wieder bei ihm zu melden. Ja. Geht es dir denn bei der Mutter gut? Naja, also ich krieg schon Essen und so weiter. Also vorhin natürlich nicht, aber ist halt eben so die Sache vom Herzen her. Mhm. Sie ist schon da für mich, aber mit ihr gut reden kann ich nicht. Ich habe schon viele Briefe geschrieben, weil irgendwie mir die Zuwendung gefehlt hat. Aber sie hat gesagt, dass eben ich kein Problem mit ihr habe, sondern nur mit meinem Vater. Und das, damit hat sich das erledigt. Hast du gerade gesagt, du möchtest dich ganz gerne mit mir so über so eine Mischung aus Vergangenheit und Zukunft unterhalten. Jetzt haben wir so einen groben Blick in die Vergangenheit geworfen. Was meintest du gerade mit Zukunft? Ja, also ich habe halt eben seit längerem einen Freund, und der kennt auch die Geschichte. Mhm. Ich habe mich halt eigentlich schon Anfang, ja, sagen wir mal, Juni, Juli dazu entschieden, dass ich halt zu ihm ziehen möchte und da eine Ausbildung halt eben nochmal anfange. Weil ich habe meine alte gekündigt, weil die haben mich rausgemobbt. Ja. Wie weit wohnt denn der Freund von deiner jetzigen Wohnung entfernt? Ja, ein gutes Stückchen, 380 Kilometer. Das ist schon ein ganz schönes Stückchen, ja. Oh ja, aber es funktioniert gut und ich habe Vertrauen darin. Ja. Und ich habe auch Wohnung und Arbeit gefunden. Mhm. Aber im letzten Moment hat meine Mutter es mir verboten, dass ich gehe. Ach. Das heißt, die Mutter hat untersagt, dass du da hinziehst, und sie hat ja auch die Lehrstelle quasi kaputt gemacht. Ja, sie hat mir meine ganze Hoffnung halt eben genommen, weil hier, wo ich bin, geht es mir auch von der Umgebung her einfach nur schlecht. Und ich kann damit eigentlich nicht leben, ich komme damit nicht zurecht, das weiß sie auch. Sie hat mir auch schon gesagt, dass sie versteht, warum ich gehen will. Sie hat auch gesagt, wenn ich eine Lehrstelle habe, darf ich gehen. Und jetzt halt eben, wo ich gesagt habe, ich kann da anfangen. Ja. Jetzt bin ich gerade sehr im Hinterkopf, rattert es gerade bei mir, weil ich nicht weiß, wie die juristische Lage ist. Du bist immerhin schon 17 Jahre alt. Wenn du weggehen willst und sogar eine feste Unterkunft hast und eine Lehrstelle hast, darf eine Mutter das untersagen in dem Alter? Das weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich bin jetzt, dass ich halt eben noch nicht 18 bin. Ich brauche halt für alles, was ich irgendwie unterschreiben muss, Wohnung oder Ausbildung, ihre Unterschrift. Ja, schon. Aber wenn du dir da vielleicht Schützenhilfe vom Jugendamt geholt hättest, sage ich jetzt mal so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich ahne, dass du dann hättest gehen können. Schon, aber ich hätte dann Angst auch gehabt, wie halt eben, dass sich das Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir noch weiter schlechtert, weil sie halt einfach
sie ist sauer auf mich, weil ich anderen Leuten mehr glaube als ihr, wenn ich halt eben mit so einem Thema komme. Und wenn ich ihr Beweise und so weiter vorlege, dass es mir gut gehen würde, schreit sie mich an, dass ich das nie im Leben schaffen würde, dass ich nie eigenständig genug bin. Ich finde es schlimm, was deine Mutter macht, ohne jetzt die Details zu wissen. Du bist eine junge Frau, bald eine erwachsene, selbstständige junge Frau, und dass die Mutter dir da so reinfunkt. Wann ist die Sache jetzt abgeblasen worden mit der Lehrstelle? Das war sehr kurz vor unserem Urlaub, das war so um den 18. rum. Das heißt, die Sache ist wirklich jetzt in den Boden gefallen? Ja, schon, aber ich hätte halt eben die Chance, dass halt wenigstens meine Fastausbilderin gesagt hat, ich kann mich jederzeit melden. Also die mag mich schon sehr und die... Aha, das heißt, du könntest auch heute noch wieder einen neuen Anlauf machen. Genau, deswegen habe ich mir gedacht, dass ich halt eben warte jetzt und arbeitslos bleibe, bis ich 18 bin und dann halt eben abhaue. Weil ich dann halt eben auch das Recht so gesehen auf meiner Seite hätte und meine Mutter nichts mehr dagegen sagt. Stimmt. Wann wirst du 18? Im Dezember, Mitte Dezember. 22. Im Dezember? Genau. Achso, das ist ja gar nicht mehr lange hin dann. Mhm. Gut, das ist natürlich eine Möglichkeit. Sonst hätte ich jetzt nochmal gedacht, wende dich gezielt und schnell ans Jugendamt und so weiter. Habe ich schon versucht und die haben halt eben nur das gesagt, was halt eben bis jetzt möglich wäre. Da brauche ich halt eben meine Mutter. Okay, also um das Ganze weniger kompliziert zu machen, ist es wahrscheinlich das Beste, jetzt abzuwarten. Und du kannst diesen Arbeitgeber in der anderen Stadt da so lange hinhalten, dass du sagst, ich fange am 1. Januar mit der Ausbildung an. Ja, ich versuche es zumindest. Ich kann natürlich da jetzt nicht sagen, dass es mir versprochen hat, aber ich hoffe es. Dann muss doch eigentlich jetzt zu Hause bei euch die Stimmung auf dem Nullpunkt sein zwischen dir und deiner Mutter. Das ist es auch, weil ich habe halt eben jetzt, wir sind ein paar Tage erst wieder seit dem Urlaub hier und der war auch recht stressig, weil sie dich da auch Hammer aufgeführt hat wie eine 20-Jährige und ich halt dann eben zurückgeblieben bin. Ich habe mich halt eben ausgeruht und sie kommt nach der Arbeit in mein Zimmer und schreit mich an, dass ich hier gar nichts gemacht habe. Und so kommt es halt eben jeden Tag. Kein Hallo, kein ich hab dich lieb oder sonst irgendwas. Und ich bin so eine, ich brauche halt eben so ein bisschen Zugang. Also im Klartext heißt das so für mich, so schnell wie möglich da raus. So schnell wie möglich da raus. Ich sehe aber halt eben meine ganze Verwandtschaft und ich bin Italienerin, mein ganzes Rudel ist groß. Und jeder glaubt halt eher meiner Mutter. Bitte? Er sagt, das kannst du nicht machen. Deine Mutter hat alles für dich getan. Die hat dich da rausgeholt, obwohl ich aus kleinen Stücken halt eben zu meiner Mutter gegangen bin. Das Rudel, wie du es ausdrückst, sagt, hältst du deine Mutter? Genau. Und die machen dir ein schlechtes Gewissen? Auch. Sie sagen mir halt auch, dass ich das einfach vergessen muss und zu einem Psychiater. Und dann vergesse ich das schon und dann wird es. Ich soll auf jeden Fall hier meine Ausbildung fertig machen. Also. Weglaufen von meinen Problemen. Außer diesem Kalenderspruch, außer dieser Kalenderspruchweisheit, gibt es einen faktischen Grund, warum du da bleiben solltest? Also so gesehen, wie ich das sehe, halt eben nur, um meine Ausbildung fertig zu machen und halt dann abgesichert mit nicht als Gehalt woanders hinzugehen. Verstehe. Aber du kannst die ist ja nur die hast ja geschmissen, die Ausbildung bei dir. Ja. Die ist ja gelaufen. So, insofern muss man da ja gar nicht mehr drüber reden, dass du die fertig machen kannst. Die kannst du ja nicht fertig machen, weil du sie abgebrochen hast. Das schon, aber ich habe halt eben mit dem Gedanken gespielt, da wieder anzufangen, weil, keine Ahnung, hier geht es mir ja überall gleich schlecht. Nein, also... Ich habe überall anders Praktikas gemacht und allem. Verena, so wie du mir das geschildert hast, höre ich nur daraus, dass es dir gut geht, wenn du 380 Kilometer entfernt bist. Doch einfach Abstand zwischen. Ja, da hast du deinen Freund, da hast du dann sogar auch noch die Chance zu einer neuen Ausbildung. Dann geh und lass dich nicht von irgendwelchen Familienkram und Familie und was die Leute so reden und so, lass dich nicht beeindrucken. Mach dein eigenes Ding. Ich kenne mich, weil halt eben die immer sagen, ich krieg das nicht auf die Reihe, weil ich zu unselbstständig bin und ich verdiene nicht genug Geld. Aber ich mir ausgerechnet, ich würde verdienen so ja. 890 Euro. Ja, aber so kann man jemanden auch immer klein halten, indem man sagt, du schaffst das nie, du bist so unselbstständig. Finde ich immer ausgesprochen bescheuert, muss ich sagen. Ich finde, man muss Leuten sagen, du schaffst das schon, versuch es, mach es. Aber man darf nicht den Leuten sagen, das schaffst du nie, du kriegst das nicht auf die Reihe. Ich finde, halt jetzt die Zeit aus bis Dezember und dann geh du deinen Weg, mach dein Glück und zeig denen, dass du dein Leben selbst in die Hand nehmen kannst. Alles Liebe, alles Gute, Verena. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht, Axel Dullmann. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival und ich wünsche euch jetzt eine schöne und gute Nacht. Bis morgen, tschüss.